Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich ein etwas anderes Video für euch, denn mein Vater hat einen innovativen Covid-19-Atemlufttest entwickelt. Den seht ihr hier. Dafür möchte ich ein bisschen Werbung für ihn machen, denn er hat jetzt eine Crowdfunding-Aktion auf Startnext gestartet und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr für ihn spendet. Ich möchte euch einmal so ein bisschen grob diesen Test erklären. Also hier ist so ein Einblaskanal, da bläst man rein. Und dann ist hier so eine Chipkarte drin mit Antikörpern von verschiedenen Corona-Varianten. Und wenn man Covid-19 hat, dann kann man das in einem System danach sehen, dann schlägt das an und dann weiß man, dass man positiv ist und eine Gefahr für andere Menschen darstellt und dass man dann sich in Quarantäne begeben sollte. Alles Genauere wird euch mein Vater gleich in einem Video erklären, was ich hier in meinem Video einblende. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr euch das anseht. Und ja, wie gesagt, für die Aktion spendet, weil ich finde, das ist wirklich eine tolle Sache. Und ich würde sagen, jetzt startet sein Video. Hallo, ich bin Dr. Udo Riss und ich habe mit Auszeichnung promoviert. Außerdem habe ich 2 Technologiepreise bekommen. 1 in Physik und 1 in Biologie. Und ich habe eine Vision entwickelt. Und diese Vision besteht darin, dass Covid-19 unser Leben nicht mehr so stark beeinflusst und wir unsere Grundrechte zurückbekommen. Und dafür habe ich ein Gerät entwickelt. Das sieht man hier. Ich nenne es Ver-Covid, weil wir alle keine Lust mehr auf diese Pandemie haben. Es gibt aber auch noch einen wissenschaftlichen Namen für dieses Gerät. Dieses Gerät heißt dann Terahertz-Phasenkopplungsdetektor. Und die Teile hier habe ich mit diesem 3D-Drucker gedruckt. Dieses Gerät braucht keine Stäbchen. Es ist ein Atemlufttest. Es ist sicherer und schneller als ein Standard-PCR-Test und wesentlich sicherer als ein Antigen-Test. Man erhält blitzschnelle Ergebnisse innerhalb von Sekunden. Das Gerät ist mobil einsetzbar und die Messung ist sehr preisgünstig. Wir schreiben einen Preis von 50 Cent pro Messung an. Das ist das Gerät und das ist der Einblaskanal. Ich blase jetzt mal rein. Mehr braucht man nicht machen. Und dann lagern sich die Aerosole mit den Coronaviren auf diesem Chip ab. Und anschließend messe ich die Anzahl der Coronaviren mit einem laserschichtigen Messgerät. Dieses Messgerät ist kein übliches Messgerät. Es hat eine Auflösung von 20 Femtometern. Dies ist ein Messprotokoll einer stark infizierten Person. Viele Leute haben Angst vor den Corona-Varianten. Mein Gerät kann Infizierte aller Corona-Varianten identifizieren. Impfstoffe schützen nicht gegen alle Corona-Varianten. Deshalb brauchen wir Alternativen. Schnelltests sind so wichtig wie nie zuvor. Klassische Schnelltests wie der bekannte Antigen-Test sind viel zu ungenau. Die haben insgesamt über 200 Personen vermessen. Allein im Gesundheitsamt Berlin-Neukölln haben wir 82 geladene Kontaktpersonen vermessen. Der nächste Schritt unserer Entwicklung ist die Entwicklung eines Seriengerätes. Das erste Spendenziel liegt bei 20.000 Euro, das zweite bei 100.000 Euro. Das Projekt ist von großer Relevanz und könnte den Durchbruch bedeuten. Nur mit deiner finanziellen Unterstützung kann der Serientyp entwickelt werden. Darum teile dieses Projekt auch mit deinen Freunden. Ja, das war das Video meines Vaters. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, bitte spendet für die Aktion. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Liebe Grüße, eure Fred. Tschüss!